Wahrzeichen von Willingen. Ne? Schöner Blick. Ja, ja, von der Gott. Die ganze Länge. Ne? So what you are looking here at is Swiss engineering under German scrutiny. The back and forth with 3D modeling and authorities and inspectors took 6 years. But now we are really at the end of a long journey on the one hand, and on the other hand, now we are expecting a lot of tourists to experience here this bridge. It's 150 tons of steel that has 36 anchors in the ground holding the whole construction. This construction can hold a hurricane category 2 with snow on it at the same time. Ja, wir stehen in der Tat luftig. Wir sind hier in 80 Meter Höhe über der Willinger Mühlenkopfschanze. Wir haben die längste freitragende Fußgängerhängebrücke der Welt. Die bevorstehende Eröffnung kam für uns in der Tat überraschend. Wir fühlen uns super. Es ist nicht ganz wie im Himmel, aber es fehlt auch nicht viel. Dran gewöhnt noch nicht, aber es ist ein unglaubliches Gefühl. Man hat Respekt, man Anspannung, es ist ein lebendes Bauwerk, also die Brücke geht leicht mit, aber letztendlich, das ist wie Wellness für die Seele. Schon überwältigend, sag ich mal, was man hier so hingebaut hat und auch, dass das möglich ist, überhaupt so ein Tal, so eine Brücke zu bauen. Ne? Das ist halt schon verrückt, ne? Was alles geht. Aber klar, mich würde das ja mal reizen, darüber zu gehen. Ne? Also es ist schon respekteinflößend, ja, weil es wirklich schon sehr hoch ist. Aber ja, ich denke mal, am Anfang wird man ein bisschen vorsichtig drüber gehen, aber dann geht es nach den ersten paar Metern. Plötzlich einen die Angst überfällt. Und dann steht er da, hält sich fest, kommt nicht mehr vor und zurück. Ne? Dann müssen die halt kommen. Und dann halt, ja. Weiß man ja noch nicht.